Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde. FIFA 17 Demo. Ich habe ja schon zwei Videos rausgebracht. Wie gesagt, ein erster Eindruck und dann ein erstes Anstoßspiel zwischen den Bayern und, ich glaube, Manchester City war es gewesen. Und jetzt gehen wir in The Journey. In The Journey habe ich schon mal angezockt, während ich hier ein bisschen gerendert habe und hochgeladen habe, habe ich das schon auf der Xbox gezockt und ich kann schon sagen, war schon echt nicht schlecht, hat mich schon sehr begeistert, aber mehr werde ich dazu gleich sagen. Jetzt erstmal das Intro. Da sehen wir uns Alex Hunter mit Walker, den wir uns irgendwie aus der Vergangenheit wohl irgendwie kennen, in dieser Phase. Ich denke mal, das ist schon sehr, sehr weit in der Story hinweg. Also, ne? Did they spell your name right, my petit? Kein Druckfehler denn mit dem Namen. Ah, ist schon, ne? Gibt erstmal noch so einen hier. Check up. Und man hat denn so eine Auswahlmöglichkeit, was man denn sagen will. Zwischen Hitzkopf, cool und ja, muss mal gucken und gleichgestellt. Also man bekommt dann nachher auch sozusagen Punkte für Manager und Follower und sowas alles. Ne? Okay Leute, ihr wisst, wie wichtig dieser Erfolg zu Beginn ist. Hängt euch rein und arbeitet als Team, dann kommen die Torchancen und Jones. Die Aufstellung kennt ihr? Walker, du gehst voran. Hunter und die anderen Ersatzspieler, haltet euch bereit, ihr seid nicht zum Sonnen. Legt los und zeigt unseren Fans, was ihr könnt. Fängt schon mal richtig ganz gut an. Und jetzt haben wir die erste Möglichkeit, locker bleiben. Da hat man halt das rote Zeichen gesehen. Hier sieht man halt das in der Waage. Oder hier unten halt das cool bleiben. So, holen wir den Sieg, locker bleiben. No pressure at all, man. Locker bleiben, Mann. Time to make my mark. Dann wollen wir mal. Ja. Und Walker geht einfach so. Auch bei dem anderen ist er einfach so gegangen. Da hat er uns einfach irgendwie ignoriert, was mich so ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Das, Wayne Rooney war schon ein bisschen komisch gewesen. Also, Ja, und jetzt hat man halt hier die Möglichkeit. Das erste Spiel ist zu Hause gegen Chelsea. Nicht zu Hause, sondern Auswechselspieler. Und hier können wir dann sagen, also wollen wir mit dem Team spielen oder wollen wir nur mit Hunter spielen? Das ist im Grunde eigentlich so wie Be A Pro. Sage ich euch ganz ehrlich, es ist wie Be A Pro. Spielt sich aber irgendwie ziemlich geil. Und ich denke mir einfach, in The Journey will man denn halt auch wirklich nur ihn spielen. Weil wenn ich eine Be A Pro-Karriere anfange, will ich auch nur den Be A Pro-Typen spielen und nicht großartig noch einen anderen. Wie gesagt, Spieleinstellung, okay, das können wir ja mal auf Profi stellen. Ich lasse das mal auf Profi. Ich hatte vorhin auch schon einmal auf Weltklasse, aber da dachte ich auf einmal, null Chancen. Ganz komisch, da waren die irgendwie total eigenartig gewesen. Ich lasse mal FIFA 16 Standard. Ich glaube, wir müssen alles wieder irgendwie neu einstellen. Irgendwie ganz komisch. Und ja, die Kommentatoren lasse ich mal an und werde dann halt nur dann sprechen, wenn es dann halt irgendwo dann passen tut. So, und wie gesagt, bla bla bla, das sehen wir alles ganz normal. Und wir spielen natürlich nur mit Hunter. Das bedeutet, ach, ich werde gar nicht so viel sagen, schaut es euch einfach an. Los geht's. Hier ist die Tabelle, es lädt jetzt und das ist cool, wir sind auf Platz 6, sieht man hier, zwei Spiele sind schon vergangen, wir haben ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden, das macht man gerade mit zwei Toren, vier Punkte, sieht nicht so gut aus und wir müssen aber gegen einen anspielen, der irgendwo weiter unten ist. Wenn ich das irgendwie sehe, ist Chelsea auf Platz 14, what the fuck, ein Spiel unentschieden. Ein Spiel verloren, minus 1, Aua, die Weltfee, die Waldfee und ja, kleiner Tipp noch von mir, schaut mal oben rechts, da wird gleich angezeigt, wie viel Prozent oder wie viele Punkte ich haben muss und als kleiner Tipp, was der Trainer da von mir so hält, so, es ist, ja, also es ist schon, schaut es euch einfach an und los geht's.
Hi there, everybody. Martin Tyler with you. Alan Smith alongside me. We're at the home of Chelsea today, Stamford Bridge. Can't wait for this one. It's a full house and two excellent teams on view. Yet again, Manchester United with this great tradition going back to the Busby Babes in the 1950s. They love young players, and they've got Gareth Walker getting a Premier League start and Alex Hunter on the bench. Yeah, two exciting players, and Gareth in particular is somebody that the fans have taken to here, and they'll be getting right behind him, I'm sure. So we've started on opening day at Stamford Bridge. It's a good break, this, by Manchester United. What a great moment, Gareth Walker and his Premier League debut. But what a finish, and he will never forget this moment. Well, not the start in the first half of the first game of the season that Chelsea were looking for. They have conceded their first goal of this new season, and they haven't replied. Looking for an equaliser, and that's the Chelsea equaliser. Well taken and well deserved too, I think. Und jetzt kommt unsere große Chance, Mourinho. Manchester United are going to make a change with 20 minutes to go. Ich glaube, er hat uns angeschaut. Hunter. Hunter, mach dich warm. Und jetzt geht es los. Alex Hunter, who's warming up. This will be his debut. Well, a bold move from the Manchester United coaching staff here. Ja, was brüllen die Fans da? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? He's just going to have to deal with it. He needs a good big match temperament here. Welcome to the Premier League, son. Gaffer wants you to get after that back four. Der Trainer will dich an der Viererkette. Der Innenverteidiger schwächelt. Komm, du wirst Tempo. Geh da hinten. Okay, bist du bereit? Und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit. Ich will rein. Ist ein Spiel wie jedes andere. Ist ziemlich irre. Ich habe mich für Ich will rein. Hier werde ich mal. Ich ist ziemlich irre. Ist schon ziemlich irre. Mach einen guten Eindruck. Genieße es und glaub mir, das wird schon klappen. Es kommen auf jeden Fall schon mal ein paar andere Dinge. Und ja, irgendwie ist es schon. Irgendwie ist es schon geil. Da sehen wir es, die Bonis. Beeindrucke den Boss mit einer Mindestspielbewertung von 7,0. Teamspieler, hol dir eine Vorlage und positives Ergebnisse bringt das Spiel. Walker geht raus, wir kommen rein und wir können dem Walkie Line mal zeigen, was wir drauf haben. Also ich kann euch sagen, auf der Xbox habe ich glaube ich noch nicht umgeschaltet gehabt oder ich habe richtig gut gewonnen und wir gucken mal, wie das hier ausgeht. Natürlich ist es hier wie den. So, Kamera sieht schon sehr nah aus. Oh, Wayne Rooney. Da war schon mal was, da war schon mal was, da geht noch was. Und seht ihr oben, Aaron Hunter 7,0. Wir gucken mal. Now Hunter. Back on the ball now, Chelsea. Oh. Position Stürmer, okay, okay. So. Guck mal, mit LB können wir ja wieder automatisch auf der richtigen Position bleiben. Wir haben jetzt nur eine 6,8. Aber ich habe nachher so ein paar Tore geballert, Alter, da ging es also richtig gut los. Michael Carrick. Oh. Oh. Oh, oh, oh! At full extension, the goalkeeper makes the vergebene Chance, 7,1. Eieiei, das war schon mal was. Ivanovic. Ivanovic. They've got the ball back, the interceptor got it for them. Rooney. Oh, sehr schön! Tor! Klasse Tor! Hunter and Walker. Well, what a day for this pair. First Gareth Walker scores, and now Alex Hunter on their debuts at Stamford Bridge, no less. Well, they've got a goal to show. Sehr geil gemacht. Performance in a game where really we expected it to be very tight. Yeah, and I didn't quite know what to expect coming into it in terms of who was going to win.
The leading side is there on merit. Da sehen wir unseren Trainer. Nee, das ist der gegnerische Trainer. Oh, und das sage ich halt so. Ich glaube, wenn man es jetzt halt so ein bisschen bringt, wird das halt schon richtig emotional. Das Problem wird vielleicht echt sein. Da, schwacher Zweikampf. Oh, sehr schön. Back it goes to the back of his heel. Neatly done. That looked very good indeed, but the move has broken down. Okay. Ihr seht, wie gesagt, oben immer, was der Trainer so ein bisschen sagen tut, das finde ich schon richtig geil. So. Okay, den konnten wir ganz gut weg. In einen Fußstapfen. In seine Fußstapfen. Okay, was das links irgendwie zu sagen hat, weiß ich gar nicht. Es ist auch immer schwer, sich zu konzentrieren und euch das alles zu sagen. Nur finde ich das immer ein bisschen blöd, halt nachzukommentieren. Ne? So. Oh, oh. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne. So. Alex Hunter. Quick tempo to the passing. The opposition can't get near them. Ah, ein bisschen verloren. So, 8,4. Sind wir aber immer noch im guten Bereich. So. It's a promising attack this with Hunter on the ball. Oh, sehr schön. Rooney. Ah, Rooney. Aber es war ein guter Pass. Wir haben 8,8. Aber wir haben gesagt, Rooney soll schießen. Kein guter Schusswinkel gewesen. Auf jeden Fall. Ich kann es wieder nur sagen, so grafisch bin ich echt so. Feiere ich das Game schon echt geil. Also. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Frostbite Engine so viel bringen tut. Okay. At the foul. Schade ist halt einfach nur, dass wieder diese Linienrichter und alle anderen Nebenstehenden wieder so aussehen wie, herzlich willkommen im FIFA 12. Ja. Das ist schon, finde ich, immer ein bisschen schade. So, der Junge macht noch erstmal sein Spray, seinen Sahne, Schlagsahne-Spray. So. Okay, dann gibt es jetzt hier auch nochmal Schlagsahne-Spray. Die Faces sehen schon fast wirklich original aus, oder? So, wir gehen mal hier zu ihm hoch. Oh, Eden Hazard ist verletzt. Oh! Okay. Schwaches Passspiel. So, wir bleiben dann mal vorne. Ja. It goes out wide again. And here comes Wayne Rooney. Momentum with it. Jota! Ja! Oh! Meine Güte nochmal. Das war nochmal eine Chance, ne? Aber bis jetzt haben wir so. Oh, da ist Mourinho. Ja, yeah, what the fucking hell, Alter. Hier, komm, spiel zu mir. Oh, ich sag doch zu mir. Oh, schlechter Winkel, wird gesagt. Okay. Alexander. Scheinen wohl nicht so gut beim Trainer anzubekommen. Der kleine Hurensohn. Scheiß, die waren dann. Ich bin trotzdem gut. Ich habe das drin gedreht, also. Ja. The fourth official has put his board up and it's five. The figure on it. Well, that's a good amount of time to try and get the equalizer. And maybe they might just think they can win this match. Hey, da gibt es jetzt die. Oh, der Rooney sieht auch richtig gut aus, oder? Der Rooney, der sieht richtig gut aus.
So. Ich drücke jetzt mal so ein bisschen, weil ich will ja das Video nicht jetzt unendlich in die Länge ziehen. Oh, 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 oh. Ist nicht. Alex Hunter, schwacher Pass. Chelsea attacking here. Made the challenge well. It was nicely worked until that point. Okay, schwacher Zweikampf. Now they've got to try and regain possession. Mikel. Ay. Through pass. Oh. Hazard. Nein. Hasn't he really? And that's why he's missed by such a long distance. So, wir müssen noch irgendwie hinkriegen jetzt hier. 5 Minuten Nachspielzeit. Wir müssen das irgendwie noch hinkriegen, dass wir noch ein Tor machen. Luke Shaw. So. Jetzt mal ein bisschen. Morgan Schneiderlin. Attack building for Manchester United. Well, this Knapp 9,0. Knapp war das gewesen. What the fucking hell, Alter. Kriegen wir davon nochmal eine Wiederholung? Regie? Hallo? Oh, nee. Leider keine Wahl, der Torkeeper dort von Chelsea den Ball so schnell wie möglich haben will. Cortions? Oder Cortins? Oder Crusoe? Ja. Und da ist es vorbei. Und wir gewinnen es. Wir haben also im Grunde das geschafft. Hier gibt es jetzt gleich nochmal die Umarmung von den beiden Trainern. Finde ich auch sehr geil. Da sehen wir Walker, wie er darüber stolziert. Ja. Leistung. Beeindrucke den Boss. Perfekt. Teamspieler. Holt ihr eine Vorlage? Haben wir leider nicht geschafft. Aber positives Ergebnis. Gewinne das Game. Auf der Xbox habe ich beides hingekriegt. Na gut, da habe ich auch ein paar mehrere geschossen, ein paar mehr Tore geschossen und auch nochmal einen abgegeben und so. Ja, das ging dann schon ein bisschen besser. Aber egal, guckt dir das an. Das finde ich halt richtig geil, dass der Trainer halt so richtig nochmal in Szene gesetzt wird. Von daher finde ich das richtig gut. Und hier sehen wir nochmal die Spielerleistung. Da sagt er, bevor du es versuchst, solltest du deine Position vor dem Tor verbessern. Du musst deine kurzen Pässe verbessern. Und stütze dich nicht immer Hals über Kopf in Zweikämpfe. Dringe deinen Kontrahenten, ab und versuche ihm den Ball abzunehmen. Aber klasse Übersicht bei den Steilpässen. Das war doch schon mal recht gut. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal auch in das Interview. Ich weiß nicht, ob das nach jedem Spiel kommt, aber das mache ich jetzt noch mit euch. Leider war es das danach schon. Nur mal so als, ja. Alex. A dream debut for you. I bet you couldn't have imagined. Alex, ein echtes Traumdebüt. Vor einigen Monaten waren sie ein Hinterbänkler, aber plötzlich stehen sie verletzungsbedingt in der ersten Mannschaft. Und dann auch noch ein Tor. How does it feel to have scored on your debut? Ja, und dann kann man sich aussuchen. Ich bin für die Chance dankbar. Ich hätte nicht damit gerechnet zu spielen. Man trainiert, um den richtigen Moment bereit zu sein. Also, ich bin dankbar, definitiv, für die Chance. Yeah, da kriege ich einen Manager-Punkt ab. Ja, klasse, ich bin sehr glücklich. Das Team hat ein paar Top-Leute unglücklich verloren, aber unser Kader ist enorm tief besetzt. Ich habe gute Vorlagen, da muss ich auch die Kollegen danken. Ich bin einfach nur dankbar für die Chance. Really grateful to be here. An emotional day for you all around, Alex. Emotionsgeladener Tag für sie, Alex. Das Debüt mit ihrem alten Freund Gareth Walker, wie war es aber? Das hatten wir uns anders vorgestellt, das war ein besonderer Moment, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich würde sagen, da bleibe ich mal ganz cool. Ich glaube, sie hatten wir die Kids nicht vorgestellt. In unserer Fantasie waren wir sicher Sturmpartner, aber okay, wir beschweren uns nicht. Auf jeden Fall eine Menge Spaß, keine Frage. Alex, Sie haben den Sieg geholt. Ihre Meinung zu diesem Dreier? Da kann man wieder sagen, das Team hat gut, hier wieder cool. Follower gut, aber dem Manager ist man wieder runtergegangen. Meine Spielweise ist immer, den Sieg der Mannschaft zu holen. So habe ich schon in der Jugend gespielt, bla bla bla. Heute auch und dabei ist ein Sieg rausgesprungen. Freut mich, dass der Boss mein Potenzial erkannt hat. Thank you, Alex. Dankeschön, Alex.
We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Wow! Check this place out! Just don't get too carried away. It can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. Sometimes. We might as well pack this season in now. What was he thinking? The world. I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Well, and now his name. An outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're going to make history. Incredible. My name is Alex Hunter. You don't know me. But believe me, you soon will. The Journey, FIFA 17. Ich bin begeistert. Ich hoffe, das wird auch so geil, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, wäre ich darüber auch nicht ganz so traurig. Aber ich glaube, da werden wir auf jeden Fall eine Folge oder eine Season damit machen und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. So, das war's jetzt erstmal. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob wir noch mit irgendeinem anderen Team, ich werde mal schauen, vielleicht werde ich noch mit einem anderen Team. Ich weiß gar nicht, ob man online überhaupt gegen Freunde spielen kann. Ich glaube, in der Demo ist das nie möglich. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst einen Daumen da. Bis dann, liebe Zuckerfreunde, und haut rein.